Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Ich bin's, euer German Girls Frontline. Ich gewöhne mich allmählich an diesen Namen. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Girls Frontline und hoffe, ich kann euch heute wieder ganz gut unterhalten und hoffentlich komme ich auch heute weiter. Aber wenn wir so hier am Bildschirm, Startbildschirm bleiben, dann komme ich auf überhaupt nicht weiter. Deswegen fange ich mal an. Es hat sich auch ein paar Dinge haben sich geändert. Jetzt. Nicht im Spiel, in diesem Sinne, sondern bei mir im Spiel, ne? Charaktere, etc. Ich habe ein paar Charaktere bekommen. Stimmt. Genau. Jetzt habe ich ja eigentlich gestern Abend, weil ich habe das Spiel doch nochmal aufs Handy installiert. Aber ich habe jetzt nicht den Account von Rattle23, sondern genau denselben hier, Beckers Beste. Und ich kann einen Link machen. Ja. Dieser Charakter, MP5, ist natürlich auch bei mir im Team drin. Und Ja. Schrei nicht so rum. Nicht so früh am Morgen. Genau, ich war in einem Kampf. Breche ich aber ab. Den Kampf breche ich ab. Habe auch hier. Ach, jetzt bin ich hier auf Factory, ne? Ja. Habe hier aber auch ein paar Kämpfe auch schon so, Terminate, yep, gemacht. Das ist ja jetzt noch nicht dieses Gold Guide, ne? Ja, das hier habe ich zum Beispiel gemacht. Gold Guides, dem, oder Guides in Sinne wie kommt man an welcher Medaille ran, mache ich ja am Wochenende. Das ist dann auch nur ein Video pro Tag und dann auch nur eine Medaille pro Video. Heißt also einmal Bronze, einmal Silber und einmal Gold. Warum mache ich das so kompliziert? Habe ich ja schon mal gesagt, es soll sich eben bei mir nicht nach Arbeit anfühlen. Will mich ja dann nicht wieder in irgendwas hineinsteigern, mich am Ende wieder komplett aufregen, habe ich keine Lust zu. Ich glaube, das wollt ihr auch nicht, hoffe ich zumindest. Aber ich habe auch eine gute Nachricht. Ich habe auch drauf extra gewartet, ne? Ich habe jetzt über 600 Batterienpunkte und wir können damit jetzt ein Tier adoptieren. Können uns dann. Ja, verdammtes Internet, ey. Verdammter Regen. Verdammter Platz in der Wohnung. Weil nirgends kriegt man schlechteres Internet als in meinem Zimmer. Das ist traurig. Rescue Station da. Ne, wir können uns da, ich habe dafür extra auch drauf gewartet. Wir haben zur Auswahl als Katzen die Shinies Pastoral Cats in Gelb, Hund Shiba Inu, Hamster, neben Pigeon ist Wellensittich und ein Hamster. Das ist noch mal eine andere Geschichte von mir. Ich nehme erstmal den Shiba Inu. Adopt. Ja. Hab ihn jetzt somit adoptiert. Und ja, ich mach mal auch jetzt Katzen.
Gebiet mal besser. Restbestände. Damit Echelon 1 auch wieder stärker wird, weil Echelon 1 ist jetzt gerade nicht das stärkste Echelon. Das ist Echelon 4. Dadurch, dass ich jetzt schon die Änderungen anfange zu machen, mit den UMPs, mit HK416, dass die schon mal in ein Team kommen, sind die die stärksten. Können wir jetzt gleich mal zeigen. Aber jetzt dadurch. Ja, Adopted Pet. Sehr schön. Ich gucke aber erstmal, dass wir jetzt hoffentlich HKG36C bekommen. Nein. Das sehe ich jetzt schon an der Zeit. Das sehe ich jetzt schon an der Zeit. Ja, können wir leider. Kicken. Schade. Das ist immer traurig. Ne? Ich muss mal gucken. Na gut, kann ich ja jetzt auch noch abschminken, jetzt auf mein Handy Internet zu schauen. Wegen Memo Play. Also wegen dem. Ja, wegen dem Spiel. Ich weiß nicht, kann man. Plattform, ist das eine Spieleplattform? Keine Ahnung. Jedenfalls dadurch kann ich sehr schlecht auch auf mein Handy Internet zugreifen. Stürzt immer wieder ab. Also ein Friend. Also vielleicht jemand. Nein. Nein, nein, nein. Aber der eine Kategorie C. Der hat sich auch gar nicht mehr gemeldet, ne? Da. Aber ich habe auch auf mein Handy geguckt. Dort sah das sogar aus, als wäre er. Ja, der ist weg. Na, bestimmt ist da nur jemand. Ich möchte nur helfen. Ich möchte gänzlich Oberboss sein. Finde ich schade. Schade, Kategorie C. Wirst vermisst. Auf jeden Fall. Ja, dein Echelon in erster Linie, aber fand auch geil, dass es da jemand noch im deutschen Sprachraum gab. Ja, was machen wir jetzt? Ich werde mir nur kurz Echelon anschauen. Echelon 1. Ja, gut, ist er jetzt doch noch. Echelon 3, meine ich, war vorher stärkstes, ne? Hat sich jetzt aber dadurch zu Echelon 1. Gut, was Nachtkämpfe angeht, ist Echelon 3 top. Ne? Mal schauen. Ja, komm, gebe ich erstmal das erste Magazin. Das ist zwar nicht das stärkste, aber trotzdem. Ja, besser als nichts. Komm. Ach nee, 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 nee. Kann ich ja noch nicht, oder? Oder? Nein. Warum noch nicht? Weil es ist ja noch keine 9 Uhr. Es ist gerade mal 10 vor 9. Ja. Und das ist alles die Musik. Mag ich zwar, möchte ich jetzt gerade aber nicht. Stimmt, Memory Fragment, ne, das war doch auch. Damit konnte ich auch irgendwas anfangen, genau. Das habe ich ja auch noch. Das ist ja mal geil. Ich habe so einen Core gefunden. Für Dummy Links. Und ich bin auch nicht mehr allzu weit für diese Effekte. Und ich habe auch gestern gelesen, am ersten Tag des Monats wird auch hier diese Black Market aktualisiert. Wobei doch kommt das ja. Oh. Okay, geil.
Dann warten wir jetzt nicht länger. Machen wir jetzt hier mal endlich mal weiter, aber auf Midnight. Das heißt, die drei Echelons 1, 2 und 3 werden da. Tut mir leid, wenn sich das jemand da durchlesen möchte. Das ist, ihr habt es auch gesehen. Das ist ein ziemlich langer Text. Das zieht sich hinaus und dann ist es so, ich sage, da habe ich das Gefühl, es endet nie. Das ist schon mal gut, ja. Es kommen wenige Feinde an. Ich habe auch meist jetzt G36 und MP5. Gut, MP5 wird ja auch sowieso ersetzt, wenn ich G36C habe. Aber ich habe darauf geachtet, dass die da verbessert sind, weil das war am Anfang auch gestern ziemlich sehr knapp, die Sache immer. Das muss nicht sein. Ne? Ah, stimmt, das ist ja die schöne Fähigkeit von C96. Das sieht man nur bei Nachtkämpfen. Da schießt sie wirklich eine Flare in den Himmel. Diese Flare ist eine, ja, eine Aufklärung-Art. Ne, damit sieht das Team im Vorfeld. Ey, guck mal, da ist ein Gegner. Ja, da sind Gegner, die kommen so entlang. So, und Echelon 3 geht jetzt nach da unten. Das sind aber auch Gegner, die hatte ich im ersten Sinne gehabt mit ziemlich stark gepanzerte Gegner, ne? Die hatte ich im Sinne. Die kommen ja auch sehr, wie ihr seht, in den Nahkampf. Sind super stark gepanzert. Das sind eigentlich alle Gegner bei Nachtgefechten am Anfang sofort. Das sind wirklich, mit denen man sich nicht nachts anlegen möchte. Ich hab einen Witzspruch gemacht. Okay, ein Gegner geht nach oben, der andere geht auf sie da drauf. Ein Gegner ist im Hintergrund nach unten verschwunden. Das heißt, mit Echelon 3. Also Echelon 1 wird jetzt den Gegner unter denen da bekämpfen, diesen Gegner. 3, 1, 2, ja, da muss ich jetzt drauf warten. Ich hoffe jetzt, dass der Gegner wirklich da auf die. Ja, gut. Dann habe ich endlich Midnight auch abgeschlossen. Also Midnight 1.2. Das ist jetzt aber auch gerade wenige. Was kriegen wir hin? Von mir eine der Verlinkungen von UMP 9. Ist mir gefallen. Der Weiler.
so ziemlich alle Gegner umgefallen sind. Aber ja, wahrscheinlich auch hier bei G43. Denke ich mal auch. Eine Verlinkung, also zwei Verlinkungen sind umgefallen. Verlinkungscharaktere, Verlinkungen. Wie kann man das nennen? Ja, ne, weil Verlinkung, das hört sich falsch an. Das hört sich komplett falsch an. Muss ich ehrlich sagen. Main Quest. Stimmt, das sind nachts. Ne, doch nicht, das sind einfache Zielfernrohre. Ich dachte, das wären so für die Nacht extra spezielle Teile. Stimmt, Token, mal sehen, wie viele habe ich da jetzt? Wie viel Zeit habe ich jetzt noch? 13 Minuten. Einmal so. Ah, noch ein Hocker. Den tue ich aber. Ah, müsste eigentlich für einen Gast natürlich ausreichen, ne? Und für meine andere Charaktere. Und ich habe da jetzt noch ein zweites bekommen und auch hingestellt, also stelle ich mal ich sag mal die Tische zueinander. Sag ich jetzt mal so. Ja, ist das wie so ein Tischkreis, ne? Ist auch was Schönes. So in der Gruppe so zusammenzusitzen. Ist auch schön. Ja. Ich gehe jetzt aber auch mit Eklon 4. Eigentlich müsste ich die auch mal trainieren, ne? Eklon 4. Ja, Eklon 4 wird jetzt mal trainiert. Eklon 4 wird größtenteils so bleiben, wie die anderen Eklons. Ah, komm, nutze ich noch diese Zeit. Wobei das ja auch so ist. Wenn du mittendrin bist und das Event vorbei ist, davon schmeißen sie dich raus. Ist auch cool eigentlich, ne? Sozusagen, ey, yo. Ne? Ist vorbei. Und jetzt kannst du da nicht mehr, ne? Dass du da so. Das ist auch. Ne? Manchmal ist es aber auch nervig, muss ich zugeben, ne, wenn ich jetzt wie jetzt Eklon 4 da durchschleifen möchte. Ich sag immer durchschleifen. Okay, jetzt ist es 9 und die haben mich da. Okay, dann wahrscheinlich, wenn ich dann noch nicht mal richtig geschafft habe. Oder es kommt noch. So, Eklon 4 habe ich ja gerade auch angesprochen. Wird sich auch verändern. Welche Charaktere kommen raus, welche kommen rein? Raus kommt die Sten Mark II, das ist die derweilige Maschinenpistole, die auch vorne steht. Und das Scharfschützengewehr F49. Ja, das ist hier unten. Die hier, genau die da. Die kommen raus, sollen dann durch die Maschinenpistole P90 ersetzt werden. Kann man sehen. Und dann auch durch die MK48 oder auch von der M249. Ah, stimmt. Ja. Morgen kriege ich MP. Haben wir herausgefunden, russische Pistole und ein chinesisches Gewehr. Das R ist, glaube ich, auch für Rival in diesem Sinne. Es gibt wahrscheinlich Sturmgewehr-Version davon, aber auch eine Rival, also Scharfschützengewehr-Version davon. So, dann gehen wir jetzt mal Kapseln sammeln. Muss ja auch sein. Und
5 Kapseln. Das wird schon mal helfen. So, da haben wir das. Das suche ich. Die das war das. Das. Ja, schon bei. Ja, aber es geht ja. Auch so ein unoffizielles Dictionary. Sage ich mir immer, damit ich nicht vergesse, wie oft ich schon in diesem Simulator jetzt durchlaufen. Damit die auch flüssig durchlaufen und ich nicht immer rein, raus gehe. Ne? So, das wird dann jetzt der dritte Durchlauf. Ja, der Durchlauf wird das jetzt sein. Boah. Wir schon. Alle Durchläufe. Das ist doch schon mal gut. Da kann ich auch mal nachschauen. Two-Set. Nein. Nach G36C. Wie viel Laufzeit das braucht, ne, damit man erkennt. Okay, das könnte diese sein, ne? Das wird jetzt letzter Durchlauf sein. Bei den chinesischen Servern sehe ich schon, weil die Toolset, das greift eher mehr auf die chinesischen Servern zu. Da gibt es schon die MP7! Ah! So. Boah! Möchte haben! Ja gut, ich möchte ja sowieso jeden Charakter haben. Also, auf... Stimmt, die M14 haben wir bekommen. Auch geil. So, 6 Batterien. Oh, eigentlich Batterienkapseln. Ich bin einmal zu viel sogar gewesen, aber gut. Dann Team trainieren weiter. Denn sollen ja auch stärker werden, damit die auch das hier mal. Damit die mir auch bei in Zukunft besser helfen können, aber im ersten Sinne habe ich aber auch im Sinn, dass sie bei der Logistik mir da viel mehr helfen. Ja, weil je besser diese Teams sind, so
besseres Zeug und die, desto eher kriegt man auch diese Sachen, die da einen angekündigt werden, ey. Ne, da steht manchmal unten, ja, das kriegt ihr als Belohnung. Das ist nur, wenn ihr auch wirklich eine bestimmte Stärke haben. Mit der bestimmten Stärke kriegt man auch einen bestimmten Prozentsatz, wo man dieses Geschenk bekommen kann. Ne, je höher dieser... Boss drauf. Auch mal gegen den Boss. Und das ohne Verluste. Wow, geil. Ja, also das Team ist doch stark genug, auch ja, den Boss von Mission 2 schon zu besiegen. Ohne Verluste hinzukriegen. Also so stark ist es schon. So. Das ist dieses... diese Mission gehe ich auch ziemlich gerne durch, da man das auch sehr schnell durchziehen kann. Also ziemlich schnell durchlaufen kann. Dabei den gegnerischen Boss auf dieser Mission, weil nach jeder Mission... nach jeder Mission, ne? Hat einen bestimmten, ja, nach der sechste Mission ist immer Boss. Ne? Gut, hier muss ich noch, ne? Habe ich einmal einen schnellen Durchlauf gemacht. Das war heftiger. Also was besagt die Zeit? Ich möchte mich natürlich nämlich hier nicht erschrecken. Eine Minute. Okay. Einer Minute. Was kann man in einer Minute noch großartig alles machen? Nicht viel. Ne? Ach, hier noch, ne? Ich bin kurz, kann auch kurz noch fast. Es fehlen mir nur noch 80 Punkte. 80 Diamanten meine ich. Ich kann da fast ein neues Eklon mit eröffnen. Oder aber. Die hatten jetzt ein neues Kostüm bekommen, dadurch, dass ich jetzt Herzen von ihr gesammelt habe. Race of Youth. Ja, nur bis jetzt das. Ist jetzt aber nicht 2D, ne, oder 3D. Default Kostüm schon, ne, das kann man jetzt hier sehen, ne. Bewegt sich nicht. Ist aber auch ein schickes. Also sie hat auch sehr schicke Kleider. Das hier ist ja noch bis 27. offen. Oder bis 19. keine Ahnung. Das ist nicht mal allzu lange dieses Event offen, aber. Die Mission kann man nicht mehr durchlaufen. Schade, aber gut. Ja, ist immer so. So, also Charakter. Also. Jupp. Okay. Jo.
ist kein Hahn als Klingelton, sondern einfach normaler Wecker, ist auch gut. Schrecke ich mich nicht so sehr stark. Ich gebe hier noch kurz ein Törtchen an G36. Sammeln noch kurz die restlichen Herzen ein. Und dann sammeln dann noch die Batterien bei meinen Freunden ein. Ich bedanke mich aber jetzt schon mal recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch auch jetzt hier wieder Spaß gemacht. Ja. Mitternacht 1.2 fertig. Das ist schon mal gut. Ein Hund adoptiert. Ein Shiba Inu. Soll eine sehr tolle Hunderasse sein. Ich hatte einen Hund zwar auch gehabt, aber war ein Husky-Podenco-Mix. Und, aber Shiba Inu soll auch wiederum Familienhund sein, aber man muss sich das bei ihm verdienen, das Wort Familie zu bekommen. Ne? Also schon ein sehr intelligenter, aber auch ein sehr eigensinniger und auch schon schwieriger Hund wiederum auch sein. Ne? Der auch nicht gerade der pflegeleichteste sein soll. Ne? Also sollte das auf jeden Fall jemand machen, also ihn haben, der auch schon Erfahrung mit Hunden hat. Und gut, ich habe jetzt auch gewissermaßen Erfahrung mit Hunden, ne? Hatte unseren Hund, hatten wir 13 Jahre lang gehabt. Sind aber wiederum jetzt 3 Jahre her, ne? Und aber wenn ich mir je einen Hund, vielleicht wirklich so ein Shiba Inu, also ab dieser Größe, von Shiba Inu, gut, hier ist es jetzt die Chibi-Version, ne? Also ganz Mini-Version davon. Das ist auch so, Chibi ist ja auch so ein Begriff, der kommt aus Japan, der heißt eigentlich winzig klein. Ja, noch ein Hocker, okay, das macht die Bude noch mal schöner. Passt auch da. So, da haben wir jetzt 6 erstmal Platz. Es können natürlich immer auch mehr kommen, mehr Besucher, aber 6 sind erstmal schon, können sich hinsetzen. 7, ne, Motorrad, da kann man sich schon mal auch hinsetzen. So, ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Wenn ja, macht, zeigt das, indem ihr einen Daumen nach oben macht. Ja, das verlange ich jetzt auch wieder allmählich. Ich werde weiter gucken, dass ich G36C, dass ich auch allgemein MG3 auch noch bekomme, wird dann MG4 ersetzen. Und falls ihr wirklich sagt, ey, ich habe Bock auf dieses Spiel, ne, könnt ihr mich natürlich auch anschreiben, dann können wir auf Freundschafts, dann können wir die ID untereinander austauschen. Ja, abonnieren natürlich nicht vergessen, wenn ihr auch ein Girls Frontline Fan seid. Ich bin jetzt, was ich auch natürlich, ne, Girls Frontline, jetzt die Videos, die haben jetzt deutlich mehr Aufrufe, was natürlich auch erklären könnte, viele könnten denken, ich bin der offizielle Girls Front, deutschsprachige Girls Frontline Kanal, bin ich leider nicht. Wäre schön, wenn die sagen würden, ey, hier, du machst das so schön, wir stellen dich ein, dann würde ich das machen, dann würde das natürlich auch professioneller sein, ne. Warte, das stimmt doch. 18.11. Das war doch was. 18.11. also noch heute. Und dann, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!